Hello, my lovely friends und Party People hier aus Thailand. Und ich wollte euch noch ein bisschen was erzählen über Tag 25 und 26. Ich hänge ein bisschen hinterher, aber ihr ja zum Teil auch. Von daher ist es auch in Ordnung. So, wir setzen uns jetzt mal hier schön hin. So eine schöne Ecke, so halb in der Sonne. Dann mit ein paar wunderschönen Flaggies. Und einem wundervollen Ausblick. So, was ist so passiert? Wir waren ja dann gestern in der Insel ein bisschen unterwegs. Morgens, habt ihr ja noch mitbekommen, bin ich einen wunderschönen Berg hoch. Habe ich eine Wanderung mitgefilmt, die ich gemacht habe. Einfach ja, zum Mitkommen, war ganz lustig. Und meine Eltern haben es auch schon gesehen und schon kommentiert, dass es ihnen gefällt und dass sie auch hochgelaufen wären. Ha, da freue ich mich voll. Und danach, nachdem ich noch im Wasser war, ging es dann einen Shake trinken und erstmal frühstücken, ganz entspannt. Wobei eigentlich gar nicht richtig frühstücken, sondern wirklich nur ein Omelette, plain, ohne irgendwas anderes. Weil der Plan ist eigentlich gewesen, nochmal später frühstücken zu gehen. Aber irgendwie haben wir es nicht mehr geschafft. Ganz seltsam. Ganz seltsam eigentlich. Genau, war aber auf jeden Fall heiß. Wir haben die Wäsche abgegeben, haben die Wäsche wiederbekommen auch schon. Das ist lustig, wenn man an der Straße lang geht und sieht man seine Wäsche plötzlich an der Straßenecke wedeln. Als sie wieder angekommen ist zu uns, die Wäsche, dann war da noch was Zusätzliches drin, was gar nicht uns gehört hat. Haben wir wieder abgegeben. Ganz lustig. Genau. Und im Anschluss sind wir über die Insel gefahren mit dem Roller und haben am heiligen Sonntag eine kleine Wanderung gemacht. Beziehungsweise eine Wanderung mit einem speziellen Ziel. Da war nämlich ein Überblick über Felsen, so ein richtiger Felsrücken. Und auf den anderen beiden Seiten, links und rechts, ging es richtig steil runter. Auf jeden Fall war der Weg dahin sehr, sehr cool. So durch den Dschungel und dann wieder irgendwie oben an einem Berg lang. Und mit tollem Ausblick links und rechts. Also das war schon cool. Und ja, jetzt wegen die Fahne hier rum. Ja, eigentlich alles für Fahnen. Auf jeden Fall sehe ich Thailand. Und wahrscheinlich ja, was Majestätisches. Und noch irgendwas. Mal weiß. Aber die blau-weiß Rote ist Thailand, das weiß ich schon. Ja, traurig nach einem Monat. Naja, auf jeden Fall haben wir diese Wanderung gemacht, sind wir so hochgeklettert und dann oben war tatsächlich, als ich auf so einem Felsen war, als ich runterklettern wollte, war eine Schlange. Wir haben ja bei der einen Wanderung schon eine Seidenspinne getroffen, die dann auch einfach so groß war. Also der Körper war dann vielleicht nur so groß wie ein Finger, wie was auch immer für ein Finger, aber ja, sah auf jeden Fall ziemlich cool aus. Also was das für eine ist, wussten wir nicht, wir haben es später gegoogelt und bei der Schlange waren wir uns natürlich auch nicht sicher, was das für eine war. Zumal es ja auch welche gibt, die giftig sind und auch für Menschen giftig sind. Deswegen kurzes Foto irgendwie gemacht, war ganz grün und sah interessant aus, hat uns auch immer angeguckt oder hat mich immer angeguckt. Ist dann ein bisschen weggekrabbelt, dann hat wieder geguckt und ist so, okay, schauen wir mal, dass wir ein bisschen weiter wegkommen. Auf jeden Fall war das, ja. Unsere zweite Schlangenbegegnung, die erste war ja auf der ersten Insel und da haben wir eine sehr große Schlange gesehen. Die war ja zwischen anderthalb und zwei Meter lang und die war schon sehr groß und die war auch sehr giftig. Und auf jeden Fall haben wir später nachgeschaut, es war eine Natter. Von daher nicht schlimm, weil Nattern haben zwar auch Gift, aber nicht für Menschen schädliches. Stand auf jeden Fall in dem Internetartikel, den wir dazu gelesen haben. Genau. Und auf dem Rückweg gab es noch mal ein bisschen was am Streetfood-Stand. Das war toll. Und ja, abends noch ins Wasser. Und das war ja schon quasi der letzte Strandtag so richtig. Wie ich heute Morgen wach geworden bin, bin ich noch mal am Strand. Ich bin um 7 Uhr auf und dann habe ich mich eingecremt, weil das hatte ich gestern ein bisschen vergessen. Aber es war jetzt auch nicht schlimm, also ist mir jetzt auch nicht rot. Meine Haut ist es schon gewohnt, voll gut.
Naja, auf jeden Fall bin ich dann zum Wasser, habe erstmal noch mal eine Stunde Wasserzeit gehabt und Strandzeit und das war toll. Ah ja, genau, gestern hat es geregnet und dann war ich auch im Regen im Wasser und es war ein Regenbogen da und das war richtig toll und ja, der Himmel weint. Zum Abschluss. Ich meine, die letzten Tage, das Wochenende war eh nicht so ganz gut. Mich hat jemand gefragt, ich darf hier nicht auf dem Geländer sitzen. Was ist denn das? Also, auf einem Geländer sitzen. Naja, egal. Auf jeden Fall, jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Menschenuniform. Was habe ich gesagt? Achso, es hat geregnet und ja, jemand hat gesagt, schick mal ein bisschen Sonne hier rüber. Und das habe ich dann gemacht, wahrscheinlich, weil ihr hattet wunderschönes Wetter, was ich super finde. Weil dann ist dann hoffentlich auch gutes Wetter, wie wir ankommen. Bei uns war sehr bewölkt. Und gestern hat es halt auch geregnet. Also es ist jetzt nicht komplett schlechtes Wetter, aber es ist halt auch nicht mehr so ganz klarer blauer Himmel. Es ist eher alles so ein bisschen diesig. Und manchmal ist es dann halt auch wolkig. Aber jetzt gerade ist schön. Deswegen zählt das gerade nicht. Vielleicht sollte ich nicht mal so rumsehen. genau. Also von daher. Oh, es ist mir zu sonnig. Ich bleib doch hier stehen. Mit dem Fähnchen im Hintergrund. Und dem Geländer, was sehr gefährlich ist, wenn man hier drauf sitzt. Parkuhr. Naja, auf jeden Fall. Ja, war das dann unser Tag. Dann nochmal im Regen ins Meer zu gehen, war super. Und heute Morgen dann auch nochmal, das war auch schön. Und ja, von dem Rest erzähle ich euch dann in einem neuen Video. Weil das war ganz schön spannend. Da muss ich erstmal nochmal rekapitulieren, was alles passiert ist. Das war ziemlich crazy, das war ziemlich krass. Und ja, deswegen zu dem heutigen Tag, also der ist ja noch nicht vorbei, kommt dann gleich nochmal was, denke ich mal. Ja. In dem Sinne, liebe Grüße hier von diesem wunderschönen Gebiet, wo wir gerade verweilen. Haha.